Guten Morgen, liebe Freunde. Ja, ein wunderschöner Samstag steht bevor. Hier drinnen sieht man es nicht. Aber wenn ich jetzt eins mache, und zwar auf den Balkon gehe, dann, dann, dann. Jetzt sehe ich zwar überhaupt nicht mehr, was auf dem Display los ist, aber ihr müsstet feststellen, dass hier astreines Wetter ist. Genau, und so soll ja Gott sei Dank das ganze Wochenende werden. Ich freue mich tierisch drauf. Heute soll es dann eventuell an den See gehen. Schon mal, hätte ich schon mal sehr große Lust drauf. Ich glaube nicht, dass man schon baden kann, aber so die Füße kann man auf jeden Fall schon mal reinmachen. Ja, gerade eben habe ich schon mal meine Blumenpracht gegossen. Sie lebt also noch, ein Wunder. Und meine Erdbeere lebt auch noch, also zumindest die eine. Die Ableger sind leider nichts geworden, aber okay. Ja, im Hintergrund ist gerade ein Video hochgeladen, das ist jetzt gleich fertig. Ich bin schon geduscht, ich muss mir nur noch ein bisschen was in die Haare machen und dann fahre ich auch schon los Richtung Steinheim zu meiner Freundin und dann sehen wir mal weiter, was der Tag so bringt. Aber ich glaube, es wird ein fantastischer Tag. Mit Sicherheit. Bis dann. Und auf geht's. Die erste Etappe hätte ich schon mal. Ich werde sicher schon sehnlich erwartet. Wie immer. Ja, es sieht danach aus. Es gibt wieder eine Planänderung. Wir fahren jetzt nicht an den See, sondern wir fahren jetzt einkaufen fürs Grillen. Es ist mindestens genauso gut. Jetzt haben wir eingekauft. Ist schon mal das Fleisch und sowas besorgt. Und lecker Brötchen und eine Dose Mais. Da kann man doch was mit anfangen. Ein kleiner Snack. Dauert nämlich noch, bis wir mit Grillen anfangen. Wir gehen erst spazieren. Und deshalb stärken wir uns vorher. Was soll ich sagen? Ich meine, es ist herrliches Wetter. Ich werde nachher sicher einen Sonnenbrand haben. Aber ich freue mich schon aufs Grillen. Das treibt mich an. Ui, ich sehe aus, als hätte ich einen Heiligenschein oder meine Haare brennen. Wir haben uns gerade am Brückenaufgang vertan. Auf der einen Seite kann man gar nicht hoch. Oh, jetzt sehe ich auch mal rum. Da fehlt komplett der Laufweg. Wäre schlecht gewesen. Oh, über diese Brücke wollen wir gehen. Und da ist eine Dampflok, wenn sich das so richtig anhört. Mal sehen, vielleicht haben wir Glück. Tja, ob das so lange haltbar ist wie das Schloss, man wird sehen. Aber es hängt hier auf relativ einsamer Fläche. Tschüss, tschüss, was geht da aus? Neues Lebensziel, hier einziehen und Sessel vor das Fenster, vor den Erker. Denn man hat einen traumhaften Ausblick. Wusch, jetzt wird allen schlecht. Also, ich meine jetzt nicht den Mülleimer, ich meine eher da hinten den Main. Hier haben wir auch Liegestühle.
kannst du die dann überall hinstellen, wo du willst. Erstmal ein Wodka pur. Ist mir noch auf genau. Eis. Prösterchen. Wir laufen durch eine ganz naturbelassene Wiese. Ich komme mir vor, wie das Mädchen am Anfang von Unsere kleine Farm die Wiese runterrennt. So, fällt jetzt nur noch die heimliche Musik dazu. Ich kriege es aber jetzt spontan nicht zusammen. Wir sind zurück. Aber wer denkt, dass wir jetzt grillen? Nein, dem ist noch nicht so. Wir bringen erst noch das Kind weg, damit es uns nichts weg isst. Nein, Spaß. Ich mache dann jetzt erstmal den Grill an. Ich habe ihn da unten schon vorbereitet. Da kann man ihn sehen. Ja. Den werde ich jetzt entzünden, bis der durchgezogen ist. Dauert ja noch eine Weile, auf dass wir dann in einer Stunde ungefähr essen können. Vielleicht. Vielleicht auch eineinhalb. Man wird sehen. Feuer, es brennt. Es geht los, so langsam aber sicher. Es riecht schon so, so lecker. Das Essen kommt jetzt langsam in greifbare Nähe. Mein Magen ruft auch schon. Ja, ich habe richtig Hunger jetzt. Ich freue mich aufs Essen. Grillen ist doch immer was Feines. Und vor allem über Feuer. Wir hatten jetzt die letzten Male auf einem Gasgrill gegrillt und das war irgendwie nur so mittelgeil. Jetzt so mit Feuer, da geht mehr. Eieiei, voll gefressen bis oben hin. Ja, aber sehr lecker war's. Und jetzt ist erstmal Päuschen angesagt. Mal kurz liegen, verdauen und dann geht's weiter. Was ich noch gar nicht erwähnt habe, ich versuche seit mehr oder weniger 2 oder 3 Wochen meine Fitness ein bisschen zu steigern. Also zum einen mache ich jeden Tag so ein 7-Minuten-Training und also mindestens einmal am Tag. Und zum anderen achte ich darauf, dass auf meiner Apple Watch sämtliche Ziele erreicht sind. Das habe ich jetzt auch schon relativ lange geschafft. Da bin ich verhältnismäßig stolz drauf. Und weil das heute noch nicht der Fall ist, obwohl wir so lange spazieren waren, bin ich gerade dabei, noch einmal schnellen Schrittes um den Block zu laufen, in der Hoffnung, die letzten 3 Minuten voll zu machen. Ja, müsste jetzt wahrscheinlich verhältnismäßig albern aussehen, falls mich Leute sehen, aber es ist gerade DFB-Pokalfinale. Von daher gehe ich davon aus, dass kaum jemand unterwegs ist. Das heißt, ich kann mich zum Affen machen. Na gut, dann laufe ich jetzt mal. Bis gleich. Jetzt werden wir von den Schnaken attackiert und angegriffen. Das heißt, wir werden jetzt wohl oder übel nach drinnen gehen, um dem zu entfliehen. Und ja, machen sie uns dann auf der Couch gemütlich. Von da an, Abschluss eines Tages. So dann.